Philosophieren mit Kindern. Was ist davon zu halten? Ist das ein wertvolles Angebot an Kinder und Heranwachsende? Oder ist es eine Überforderung? Ist es eine gute Anwendungsmöglichkeit der philosophischen Praxis als Dialoggeschehen, als Denkpraxis? Oder ist es nicht vielleicht eine Verformung? Das Philosophieren mit Kindern war vor einigen Jahren ein großer Trend. Viele Autoren schrieben Bücher über den vermeintlichen Vorteil, mit Kindern zu philosophieren. Viele eifrige Erzieher, Grundschul-, Kindergartenpädagogen sahen plötzlich das Philosophieren mit Kindern als eine hervorragende Erweiterung ihres eigenen erzieherischen Horizonts und ihrer Methoden an. Erstaunlicherweise kam die Befürwortung des Philosophierens mit Kindern meist aus der fachlichen Richtung derer, die keine Philosophen waren. Da waren Schriftsteller, Germanisten, es waren diverse Erziehungswissenschaftler, es waren Sozialpädagogen, Sozialarbeiter, Grundschullehrer, Menschen, die sicherlich ein gewisses Interesse an Philosophie und an humanistischen Idealen haben, die aber keine Fachphilosophen waren. Nun möchte ich nicht mit einer gewissen Hybris behaupten, dass nur Fachphilosophen den Wert des Philosophierens erkennen können. Nein, das Philosophieren ist rechtfertigen, sagen, was man tut und warum man es tut. Und diese Praxis des Denkgeschehens und der Rechtfertigung im Dialog steht nicht nur jedem Menschen offen, unabhängig von seinem beruflichen Hintergrund, sondern ist auch tatsächlich gelebte Alltagserfahrung, das, was wir alle in irgendeiner Form Tag für Tag tun. Nichtsdestoweniger ist die philosophische Praxis als Denkgeschehen im Dialog, durch den sokratischen Dialog, das Suchen nach der verborgenen Wahrheit im Gegenüber, doch eine Tätigkeit, die eine fundierte philosophische Ausbildung beim Praktiker voraussetzen sollte. Warum? Es ist zwingend erforderlich, nicht nur die Texte zu kennen, die Klassiker zu kennen, die zeitgenössischen Philosophen zu kennen, die verschiedenen historischen, systematischen Entwicklungslinien zu kennen, wie wir beispielsweise dazu kommen, überhaupt etwas als einen Wert oder eine Norm anzuerkennen. Nein, es ist auch wichtig zu verstehen, dass das Philosophieren mit einem Gegenüber eine bestimmte Vermittlungssituation erzeugt und aufrechterhält, die ihre ganz eigene Dynamik hat und die Voraussetzungen beinhaltet. Eine Voraussetzung ist meiner Überzeugung nach, dass das Gegenüber gleichberechtigt, frei und kritikfähig ist. Denn nur dann kann Philosophieren im Dialog geschehen. Sehen wir uns nun aber das Philosophieren mit Kindern an, das von manchen übereifrigen Pädagogen empfohlen wurde, dann sehen wir hier eine asymmetrische Vermittlungssituation. Wir sehen die Situation, dass ein Erwachsener einem kindlichen oder Heranwachsenden gegenüber in asymmetrischer Weise als Vermittler gegenübertritt. Auch wenn das mitunter von den Praktikern bestritten wird, ist es de facto so, dass das kindliche oder Heranwachsende gegenüber, der Gast in der philosophischen Praxis, noch nicht das Kritikvermögen haben kann, das ein Erwachsenes gegenüber haben könnte oder aufgrund der entwicklungspsychologischen Verlaufslinie bereits hat. Ja, die Problematik ist die, dass die philosophische Praxis mit Kindern und Jugendlichen nicht auf Augenhöhe durchgeführt werden kann, was unabhängig ist von der Intelligenz, sondern hauptsächlich von der psychologischen Entwicklung abhängt. Wir wissen seit den frühesten Studien in Entwicklungspsychologie, dass beispielsweise das Gewissen als moralische Instanz sich vom frühen Kindesalter bis zur Adoleszenz in bestimmten klar klassifizierbaren Stufen vollzieht und dass wir realistisch betrachtet bei einem 13-Jährigen nicht dasselbe Abstraktionsvermögen in Bezug auf ethische Werte voraussetzen können wie bei einem Mitte-20-Jährigen. Ja, das ist eine Tatsache, der unter anderem auch das Jugendstrafrecht entgegenkommt, indem auch das Jugendstrafrecht
konzediert, also zugibt, dass Heranwachsende entwicklungsbedingt noch nicht die gleichen Vorstellungen von Moral und die gleiche Entwicklung des Gewissens haben können wie ein Erwachsener. Sehen wir diesen nun sowohl psychologisch als auch juristisch mehrfach bestätigten, anerkannten Fakt an, dann können wir nicht ohne weiteres dafür plädieren, mit Kindern oder Heranwachsenden zu philosophieren. Es ist und bleibt eine asymmetrische Vermittlungssituation mit einem Gegenüber, das noch nicht so kritisch sein kann, noch nicht so gefestigt sein kann wie ein Erwachsener. Und das ist eine Form der Ungleichheit, die meines Erachtens im philosophischen Dialog nichts zu suchen hat. Ich möchte nicht behaupten, dass man mit heranwachsenden 14-, 15-, 16-Jährigen nicht schon über den Sinn des Lebens sprechen kann, über Existenzialerfahrungen, über den Tod, über die Schönheit, über das Gute. Das sind alles Fragen, die naturgemäß Heranwachsende sehr beschäftigen und die auch schon mit einem kleinen philosophischen Input diskutiert werden können. Ich möchte nur davor warnen, zu glauben, dass ein kindliches oder jugendliches Gegenüber in der philosophischen Praxis dem Erwachsenenpraktiker genauso viel kritisch entgegensetzen kann, wie es ein anderer Erwachsener könnte. Und hier liegt meines Erachtens die Krux in dieser Überbetonung oder etwas idealistischen Überschätzung des Philosophierens mit Kindern. Man unterschätzt die potenziell manipulative Rolle des philosophischen Praktikers, der nicht nur einen Wissensvorsprung hat, sondern auch einen Entwicklungsvorsprung. Und man überschätzt das kindliche oder jugendliche Gegenüber. Meines Erachtens ist philosophische Praxis ein Geschehen auf der Basis der entwicklungspsychologischen Gleichheit mit einem gewollt ungleichen Ergebnis.